Hi und willkommen bei Yesilicious. Ich werde heute wieder etwas Asiatisches machen, und zwar etwas Vietnamesisches, denn vor kurzem wurden sich vietnamesische Sommerrollen gewünscht. Und das Tolle an diesen Sommerrollen ist, dass man im Prinzip reinmachen kann, was man mag. Und ich werde euch einfach ein paar Beispiele zeigen mit Garnelen und Rinderfilet und dann auch noch eine Version mit beidem zusammen, sozusagen eine kleine Surf-and-Turf-Version. Im Gegensatz zu Frühlingsrollen werden Sommerrollen nicht frittiert und dadurch schmeckt man die Frische jeder einzelnen Zutat richtig schön raus und dadurch sind sie auch mega gesund. Sommerrollen kann man entweder im ganzen Stück servieren, so wie man es kennt, oder auch aufgeschnitten, und dazu werden wir euch am Ende des Videos noch zwei Beispiele zeigen, wo wir sie mit einer Honig-Senf- und einer Honig-Oystersoße beträufeln werden. Dann legen wir mal los. Als Zutaten haben wir hier Sojasprossen, das hier sind jetzt so ca. 40 bis 50 Gramm, zwei große Eisbergsalatblätter in 12 kleinere Stücke gerissen, eine Karotte in kleine Streifen geschnitten, Schnittlauch, Koriander, Minze und Basilikum. Normalerweise wird hier Thai-Basilikum benutzt, aber ich wollte mal nur Zutaten benutzen, die ihr auch im Supermarkt bekommt. Dann haben wir hier 40 Gramm Glasnudeln, 12 Scheiben Reispapier mit 22 cm Durchmesser, gebratene und mit Salz und Pfeffer gewürzte Garnelen und Rinderfilet, aber ihr könnt auch Pute, Hühnchen oder was auch immer ihr mögt nehmen. Ich schneide jetzt erstmal das Rinderfilet, das sind jetzt so ca. 180 Gramm, in ca. 5 mm dicke Scheiben. Das Filet haben wir auf beiden Seiten kurz angebraten, mit Salz und Pfeffer gewürzt und dann in Alufolie etwas ruhen lassen. Den Garpunkt muss natürlich jeder für sich entscheiden. Jetzt halbieren wir die Garnelen, dazu schneiden wir sie längs in die Hälfte. Das klappt ganz gut, wenn man sich daran orientiert, wo die Garnele entdarmt wurde. Die Glasnudeln übergießen wir mit kochendem Wasser und lassen sie ca. 3 Minuten einweichen oder eben bis sie weich sind. Die Zeit kann natürlich auch ein bisschen variieren, da könnt ihr euch einfach an den Hinweisen auf der Packung orientieren. Und dann kommen sie auch schon raus und ich lege sie jetzt einfach mal hier auf die Arbeitsplatte zu den anderen Sachen. Denn die ganzen Zutaten sollen ja gleich griffbereit sein. In eine große Schüssel füllen wir jetzt warmes Wasser rein. Dann ziehen wir eine Reisplatte einfach durch das warme Wasser durch und tunken es nochmal kurz rein, wenn es noch nicht weich genug ist. Aber bloß nicht zu lange, denn sonst verkrumpelt es schnell und klebt zusammen, sodass man es nicht mehr auseinander bekommt. Ich lege die eingeweichten Platten immer auf mein Schneidebrettchen, denn auf meinem großen Holzbrett bleibt das Papier zu sehr kleben und ich habe Angst, dass es dann reißt. Auf den oberen Bereich des Papiers fange ich mal mit dem Salatblatt an. Ich lasse aber an den Seiten so ca. 5 bis 6 cm Platz zum Umklappen nachher. Dann die Glasnudeln. Und auf diese dann die Karotten. Ihr könnt dafür aber auch Gurkenstreifchen nehmen oder beides. Jetzt ein paar Sojasprossen und dann die Kräuter. Also der Koriander, von dem mache ich immer ordentlich was drauf. Die Minze, ich nehme da meistens 2 bis 3 Minzblätter. Mir schmeckt das so, aber meinem Freund ist es zum Beispiel schon zu minzig. Also da müsst ihr einfach entscheiden, wie intensiv ihr es haben wollt. Und jetzt noch ein paar Blätter Basilikum. Wie gesagt, normalerweise würde da jetzt Thai-Basilikum kommen. Beim Einrollen klappe ich jetzt den belegten Teil zu. Lege 3 Garnelen davor, mit der Schnittstelle nach oben, denn wir wollen ja nachher durch das Reispapier nicht die Schnittstellen sehen, sondern die schön angebratenen Seiten. Und dann klappe ich die Seiten rechts und links nach innen, rolle über die Garnelen drüber, lege dann ein paar Stücke Schnittlauch so rein und rolle dann weiter, bis das Papier ganz aufgerollt ist. Das Tolle ist, es klebt von ganz alleine. Und so würde dann eine fertige Sommerrolle mit Garnelen aussehen. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal mit einer Rinderfiletrolle. Also Reispapier eintunken, bis es anfängt weich zu werden. Dazu betaste ich es immer mit meinen Fingern und hole es raus, sobald ich merke, dass es so weich ist, dass ich damit arbeiten kann. Wie gesagt, nicht zu lange, sonst habt ihr ein Problem mit unbändigem Reispapier. Dann mit den Basics belegen, ein Stückchen Eisbergsalat, etwas Glasnudeln, Karottenstreifen, etwas Sojasprossen und den Kräutern Koriander, Minzblätter und Basilikum. Von oben zuklappen
Jetzt das Rinderfilet davor. Funktioniert also genauso wie mit den Garnelen. Einfach vor das Gemüse und die Kräuter legen, rechts und links einklappen, über das Fleisch rollen, etwas Schnittlauch drauflegen, sodass dieser auf einer Seite rausschaut und fertig weiterrollen. Für meine Surf & Turf Version nehme ich nur ein Stückchen Filet, halbiere es, damit ich es besser verteilen kann und lege es vor die bereits hingelegten Basics. Vor das Fleisch kommen jetzt noch die Garnelen, wieder mit der Schnittstelle nach oben. Und da ich diesmal oben nicht so viel Platz gelassen habe, da es mehr Zutaten sind, klappe ich direkt die Seiten ein. Rolle über das Fleisch. Und auch hier kommt Schnittlauch. Ihr könnt auch Knoblauchschnittlauch nehmen, wenn ihr diesen bekommt. Und rolle dann zu Ende. Eine andere Version wäre, das Fleisch direkt auf das Gemüse zu legen. Dann könnt ihr es zwar nicht von außen sehen, aber dafür sind ja noch die Garnelen da. Dann mit den Kräutern bedecken. Garnelen davor legen und rollen. Und so sehen meine fertigen Garnelen, Rinderfilet und Surf & Turf Sommerrollen aus. Da wir bis jetzt keine Soße verwendet haben, fehlt natürlich was. Wir servieren sie zum Beispiel mit dieser Limetten-Chili-Soße, die es in einem separaten Video gibt. Für eine weitere Serviermöglichkeit könnt ihr die Rollen auch halbieren, so auf einen Servierteller platzieren. Und ich zeige euch jetzt gleich noch schnell zwei einfache Soßen, mit denen ihr die Hälften beträufeln könnt. Zum einen eine Honig-Senf-Soße, die ganz gut zum Fleisch passt. Da ich nur ganz wenig brauche für 5 Hälften und noch zusätzlich die Limetten-Chili-Soße dazu serviere, nehme ich nur einen Teelöffel Senf, gebe einen halben Teelöffel Honig dazu und verrühre es. Mit der Oyster-Honig-Soße ist es im Prinzip das gleiche. Ein Teelöffel Oystersoße plus einen halben Teelöffel Honig. Gründlich verrühren und sie ist fertig. Und dann können wir die Soßen auch schon über den Rollen verteilen. Und so eignen sie sich auch ganz gut als kleine Partyhäppchen. Wenn man etwas mehr Geschmack in den Rollen haben will, kann man, bevor man die Rollen einrollt, vorher die Garnelen bzw. das Fleisch auch mit so einer Soße bestreichen. Und wenn ihr nun wissen wollt, wie die Limetten-Chili-Soße gemacht wird, könnt ihr jetzt einfach draufklicken, aber ihr findet das Video auch bei Alle Soßen in einer Playlist und natürlich ist sie auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich auch Abos. Viel Spaß beim Nachmachen und bis bald!